Lieslotte, du bist schon wieder so nah am Wasser gebaut. Ja! So, alles gut. Kann stolz auf dich sein. Das sind Freudentränen dann. Ich weiß. Ja, also wow. Tränen kommen immer vor Freude bei mir. Ein neues Video, meine Lieben. Auf dieses Video, auf dieses Interview habt ihr alle gewartet. Ich habe es tatsächlich geschafft, Lieselotte einzuladen. Sie ist heute da. Wir werden über alles sprechen, was so passiert ist. Wir werden wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen mehr über Lieselotte als Person erfahren. Interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und was ich so für Fragen habe und was Lieselotte erzählen wird, das erfahrt ihr jetzt. So, meine Lieben. Neues Video, Lieselotte ist da. Wahnsinn, dass du überhaupt neben mir sitzt. Ja, das ist schon ein Ding, dass ich da bin. Ja. Denn ich habe ja gedacht, du kannst mich nicht leiden. Nö. Ich habe ein bisschen gestichelt immer. Genau. Aber ich dachte ja, mir so. Aber Rahman, ich war ja lange Zeit auch sowieso der Blitzableiter. Ja. Ne, für auf Twitter. Und überall, ne? Irgendeiner muss ja Blitzableiter sein. Und ja. Nein, ich mag dich und freue mich, dass ich das hier sein auch. Kann. Und Diskussion muss sein. Und wenn man im Gespräch ist, das muss nicht, ist man im Gespräch und um das ist auch Reklame. Ja. Wenn ihr Lieselotte bei Instagram folgen wollt, weil Lieselotte ist nämlich jetzt auch Influencerin, dann habt ihr die Möglichkeit, das ist alles unten in der Infobox verlinkt. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und dann bin ich mal gespannt, was wir heute so über dich erfahren. Ach Ramon, da muss ich gleich mal einsteigen. Oh, jetzt, was kommt, jetzt kommt's. Das war kein Witz, war mein Ernst. Das war, ne, also liebe Leute, passt mal auf. Also wie gesagt, ich habe mir erst vor 3 Jahren ein Smartphone gekauft. Ich habe mich verweigert. Und was Instagram ist, wusste ich gar nicht vor 2 Jahren. Und jetzt bin ich auf Instagram. Also das ist schon mal für eine alte Dame allerhand, stimmt's? Ja, aber macht Spaß? Also ich sag mal so, das ist auch anstrengend für mich. Aber süß ist natürlich dann doch die Post, die ich kriege. Und ja, du wirst lachen, ich antworte auch. Guckst du auch echt regelmäßig rein? Ja, ich antworte auch jedem. Es rutscht sicher mal hier oder da was weg. Aber ich weiß nicht, wie lange man das durchhalten kann, Ramon. Was sagst du? Also bei mir ist es auch manchmal so, dass man auch nicht mehr hinterherkommt. Ich versuche auch immer allen zu antworten, einfach weil ich das so, ich finde, es hat was mit Respekt zu tun, einfach weil die Leute nehmen sich die Zeit, einem zu schreiben. Ich finde das schön, ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht antworten. Ja. So, das finde ich immer nicht so cool. Ja. Aber ja, es ist Zeitaufwand. Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, meine Instagram-Fans, das sind ja auch, das will ich jetzt mal sagen, so ganz, so, ja, so Herzschmerz-Fans, ja? So emotional, wie ich halt auch bin. Wahrscheinlich. Wie alt sind die so? Und also das ist so süß, ganz kleine Jungs von 10 Jahren, auch auf der Straße, 10, 11. Ja. Es gibt vereinzelt auch mal ältere Frauen, die dann mal einen Tipp wollen. So, das auch. Und also sehr, so ganz liebe Fans habe ich praktisch, die so auf mich fliegen halt und sagen, ach, die Lieselotte, die ist lieb, die hat die Herz süß, so, und die wollen wir. Ne? Also quasi jedes Altersspektrum. Ganz jung und auch ganz... Also das 90% sind natürlich 10 bis 24. 90%. Doch, so jung auch, ja? Ja, so jung. Und die Älteren treffe ich auf der Straße. Also, was so mein Alter ist. Und die sind ja nicht auf Instagram. Die älteren Damen, die mich dann ansprechen, da hatte ich... Ja, stimmt, hast recht, klar. In Westerramann, musst du dir vorstellen, ich war in Magdeburg, da habe ich auf dem MDR so eine Talksendung gehabt. Was war Riverboat? War das immer? Das war RBB, nee, das war MDR. Ah, okay. Weißt du? Ich wollte gerade sagen, Riverboat ist woanders, glaube ich. Das, ne? Ist RBB, das war jetzt in Leipzig, das ist in Leipzig und Berlin, da war ich in Berlin. Nee, jedenfalls, stell dir mal vor, 10 Damen sitzen da beim Italiener. Die älteste war über 80. Lieselotte! Hat sie geschrien, ja? Ja! Und dann und guckst du dann auch? Und winkst dann bin du ich dann? Hin, dann bin Ach, bist ich, hingegangen? Ich bin dann an den Tisch und dann, ich dachte, ich hatte ja Zeit. Ne? Es war abends dann, oh, der Dreh war fertig. Und dann wir gucken jetzt auch, weil da ältere Frauen bei sind, gucken wir auch jetzt nichts. Und dann die alten Damen. Also das junge Mädchen hat sich nicht ordentlich benommen. Und dann wurde das ausgewertet. Ach, so richtige, so richtige Diskussionsrunde. Richtige Diskussion. Früher, wir waren nicht so und früher hat man so. Das war niedlich. Ja, die hatten eine Meinung. Aber wie ist denn das jetzt, wenn du, also ich meine, ich kann mir vorstellen, egal wo du jetzt hingehst, wirst du doch ständig angesprochen. Ja, also ich, das ist, also,
Ich bin jetzt nicht prominent, sondern ich sag mal bekannt. Ja, aber sehr, ja. Sehr bekannt aktuell. Sehr, ne? Bekannt. Ich glaube, das Video wird da noch mal ein bisschen dran mit rumschrauben. Leseleute hinten, Leseleute vorn. Und ich bin wirklich nicht, Ramon, zu GNTM gegangen. Und da unterscheide ich mich schon, will ich mal behaupten, von meinen Mitstreiterinnen, um bekannt zu werden oder auf irgendeiner Titelseite zu erscheinen. Und diese, ich hab da nicht so ein Geltungsbedürfnis. Oder, na, aber oder Reichweite. Ja, ne, aber jetzt habe ich den Salat. Ja, aber ich meine, jetzt diese Leute, muss man nachfragen. So, wenn man doch dorthin geht, denkt man doch drüber nach, dass man vielleicht auch gewinnen könnte, oder nicht? Also nicht, dass man gewinnen muss, ne? Aber du hast ja doch bestimmt gedacht, boah, ich meine, guck mal, du bist ja so weit gekommen. Und irgendwann stellt man sich doch die Frage so, die Sendung ist fast vorbei, kann ja sein, dass ich gewinne. Also Ramon, dass du mich das fragst, finde ich toll. Weil jetzt kann ich mich mal äußern zu einer Meinung von mir, die ich natürlich in der Sendung GNTM nicht transportieren kann. Man hatte das Gefühl, du hast gar keinen Bock zu gewinnen. Ja, ja, ne? Also da gab es ja so viele, wie ich rüberkam oder wie das gedeutet wurde. Du hast es ausgesprochen und ich dachte so, das kann man jetzt falsch interpretieren. Ja. Ich glaube, ich habe es auch ein bisschen falsch interpretiert. Ja, und das Lustigste ist ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, der tolle Designer Herr Kilian, Kerner, ne? Wie der sagte, die Leseleute, was ist denn mit der? Vielleicht kennt die ja nicht Harper's den Harper's Bazaar. Ja. Kennst du Harper's Bazaar? Na klar. Und das ist eben auch interessant gewesen für mich. Schön, dass ich mich da äußern darf. Ja, dafür bist du hier, klar. Ich bin wesensfremd in der Villa gewesen für die anderen Mitstreiterinnen. Ich bin sehr anders. Und ich meine, treffen auch Generationen aufeinander. Ne? Ich meine, du bist jetzt 67? Ja. Ne? Ja. Nicht mehr 66? Ja. Wenn du jetzt auf eine 20-jährige Frau triffst, liegen da einfach Welten dazwischen. Ja. Da geht mir übrigens jetzt schon genauso mit. Wenn ich 20-Jährige treffe, dann denke ich mir manchmal so, also nicht, dass ich da was Schlechtes sagen will, sondern das sind einfach zwei verschiedene Welten. Ja. Von dem, was man für Wertvorstellungen hat, was man vom Leben erwartet. Ja, ne? Nun stell dir mal vor, Rahmen, da sind ja stellenweise 50 Jahre Altersunterschied. Ja. Aber der Altersunterschied war es nicht. Sondern der Charakter. Denn die beiden älteren Mitstreiterinnen, die passten auch vom Wesen her zu den jungen Mädels, die eben doch sich mehr übers Äußere definieren und ich eben nicht so. Und dann hat eben Heidi mit mir geschimpft und gesagt, Leseleute, jetzt guck doch mal ins Spiegel. Guck dir doch mal deine Außenwirkung an. Das ist doch albern, was du da... Ja, ich dachte immer, ich guck da früh im Spiegel. Ja, das muss ja sein. Und dann reicht mir das auch. Und dann muss ich arbeiten. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, da fehlt mir so ein Stück Eitelkeit, die man natürlich als Model haben muss. Sollte man, ne? Sollte man. In dem Moment, wenn du über den Laufsteg gehst. Aber so. Hast du das ernst genommen trotzdem? Manchmal hatte ich das Gefühl, so, du machst das immer mit so einem Späßchen. Ich meine, du bist auch hier jetzt lustig, aber manchmal dachte ich mir so, passt es vielleicht jetzt auch nicht. Ja, und also, dann dachte ich so, vielleicht meinst du es nicht so ernst. Ramon, ich bin dir so dankbar, dass du mich fragst, weißt du, weil ich das jetzt erklären kann. Du hast es ja jetzt auch gesehen, das ist jetzt mal was anderes. Ja. Ne? Das heißt, du kannst es jetzt viel besser beurteilen, als in dem Moment, wo du da warst und du denkst, okay. Ja, also es ist so, also ich muss so viel dazu sagen. Also es geht schon mal los, mit welcher Motivation bin ich eingestiegen. Fangen wir doch mal da an. Was war deine Motivation, überhaupt dahin zu gehen? Richtig, ne? Und du siehst schon am Anfang von der ganzen Staffel, wie unterschiedlich wir sind vom Wesen. Da haben wir also die Barbara und da haben wir die Liselotte und Heidi begrüßt uns. Und Barbara sagt, ich möchte Germany's Next Topmodel werden. Dachte ich, oh, du hast doch mal ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Und ich bin nicht so, ich bin eher bescheiden. Also ich würde nie mir trauen. Ich habe gesagt, Heidi, dabei sein ist alles. Ne? Ja. So, jetzt kommt das Nächste, dass ich damit gar keinen Erwartungen hin bin, weil ich bin schwerbehindert. Und ich will es mal so aussprechen, 60% gehbehindert. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, meine Wirbelsäule zweimal gebrochen. Also ich war auf dem Moped, ne? Unschuldig. Mich hat eine Autofahrende überfahren mit Fahrerflucht, wie im Film, wie ein Krimi. Ne? So, und ich bin, die Lendenwirbelsäule ist so verschraubt, also dass die Bandscheiben gar nicht arbeiten können. Okay. Ich habe auch einen künstlichen Wirbel drin, Metall. Mhm. Und ich dachte, ich kann nie mehr laufen. Weißt du? Und ich war im Rollstuhl. Und das hat so viele... Ach, das ist jetzt... Jetzt müssen wir auch einen kleinen Schnitt machen. Ist ein Kitchen, alles gut. Auch gut.
Das hat so viele Jahre gedauert, dass ich überhaupt laufen kann. Und dann habe ich gedacht, wow. Jetzt nicht weinen, wir haben dein Make-up heute so schön gemacht. Das hört die Lieselotte Band immer, das ja, Kind aber von PCM. Ist, ja, ja. Ich hab noch nur mit Ulfan Pinsel versucht. So, okay, aber du ja. hast es geschafft. Du ja, bist heute. Ich bin stolz. Ich laufe auch noch elegant, das wollte ich zeigen. Ich wollte Vorbild sein. Die Leute, die sagen, oh, ich komme vom Rollstuhl nicht hoch. Hey, das war mein Ziel. Ich kann sogar elegant laufen. Ja. Oh, jetzt machen wir mal einen Schnitt. Das reicht jetzt. Kurze Pause. Machen wir kurze. Kurze Pause. Pause. Alles gut. Also deswegen hatte ich gar nicht so ein Ziel, irgendwie zu gewinnen. Also ich war eigentlich, aber... Du wolltest einfach diese Herausforderung auch annehmen. Und das ist ja auch was im Leben, was man auch nicht einfach so erlebt, ne? Weil Laufen ist für mich was Besonderes, während für andere selbstverständlich. Mhm. So, und jetzt habe ich ja gesehen, wie bescheuert ich die Posen gemacht habe im Nachhinein. So. Und da würde ich jetzt den Tipp geben, jeder, der sich jetzt bei Heidi bewirbt, bereitet euch ein bisschen vor. Ein bisschen. Also du hast dich nicht vorbereitet, wenn ich Posen. Gar nicht. Ich habe das dann gesehen, habe gedacht, Lieselotte, war mir das peinlich. Wie bescheuert sieht denn das aus? Mhm. Ne? Ich hatte ja niemanden, der mich mal vorher gefilmt hat. Und die anderen waren Profis zum Teil, Barbara Martina, Model. Ne? Die haben auch in der Villa sich ständig fotografiert, hatten sich gegenseitig, um sich zu kontrollieren. Und die anderen Mädchen machen das 10 Jahre schon vom Spiegel, als Kind schon bereit. Ich wollte sagen, die Jugend hat das ja auch ganz anders mit diesen Selfies und Instagram und Snapchat und TikTok. Ne? Die haben ein ganz anderes Bewusstsein auch für Selfies. Also das habe ich bereut, Ramon, dass ich mich nicht vorbereitet habe, das unterschätzt habe, meine Außenwirkung. Und ich hatte ja nur Heidis Worte, das war mir immer so wichtig, die Kritik. Was sagt sie? So, wenn der Spiegel mal frei war in der Villa, war ich heilfroh, konnte mal so ein bisschen gucken. Was? So, und habe mich dann Gott sei Dank verbessert. Aber wie gesagt, jetzt kommt mein Charakter dazu. Auch Armin, du kommst ja auch nicht zu Wort. Nee, rede. Hey, du bist doch hier der Gast. Ich will deine Geschichte hören. Ich frage schon nach, wenn ich was wissen will. Jetzt kommt mein Charakter, weißt du? Du musst, wenn, also es ist schon vom Psychischen her sehr interessant, ja. Mhm. Du musst, wenn du modeln willst, ich sag's jetzt mal so blöd, so ein bisschen eine narzisstische Ader haben. Mhm. Ja, also du musst in dem Moment gehen über den Steg, ich bin die Schönste. Ja. So innerlich. Muss man so verkaufen, ja. Ne? Also, ja, Heidi sagt immer, guck mal ruhig mal arrogant. Ich habe dann immer aber mir dann so ein Lächeln drauf gedrückt. Und ich bin ja nicht so. So, aber jetzt habe ich gelernt zu Schauspielern, wenn ich ein schickes Kleid anhabe, das musste lernen. Ich musste das echt lernen. Sozusagen in dem Moment, Lieselotte, ach, so schlecht siehst du nicht aus. Vielleicht findest du das Kleid auch vielleicht ein bisschen unpassend. Ja, und trotzdem. Trotzdem musst du so tun, als ob es das schönste Kleid der Welt ist. Und ich bin in dem Moment jetzt die Schönste. Und als ich dann erlöst war, wo vorne bei Heidi stand, dann habe ich mal, da war die Anspannung weg und dann kam die alberne Lieselotte durch. Also die Musiker sind ja immer ein bisschen kindlich albern. Ja. Und dann Lieselotte, Heidi wird wahrscheinlich auch gedacht, die verrückte Nudel. Dann war ich, wie ich bin. Mhm. Ne? Aber ich hab's jetzt drauf und das verdanke ich Heidi. Oh, ich rede wie ein Buch, ey. Ich kann jetzt, und da bin ich dankbar, wenn jetzt die Fotografen kommen, ja, bei so irgendeiner Talkshow, bei Riverboat oder so, dann gehe ich in Pose, ne, ich mache es jetzt mal so vor, und weiß eben auch, welche Körperhaltung ungünstig ist, was gut aussieht, dann der Blick, das kann ich jetzt. Sehr gut. Das konnte ich vorher nicht. Ja, dann muss ich. Und weißt du was, Rahmen? Weil es auch interessant. Oh, ich schnappte dich. Aber nee, erzähl mal, ich will es ja alles wissen. Bist du hier, Lieselotte? Ja, pass mal auf, Rahmen. Jetzt hier ist jetzt richtig Lieselotte-Zeit. Jetzt ist eigentlich. So viel Lieselotte auf einem Haufen gab es noch nie. Ja. Ja, wirklich. Nee, pass mal auf. Also ich würde jedem empfehlen, der sich bewirbt, wie gesagt, ein bisschen mehr vorbereiten, dass man sich nicht so blamiert wie ich. Findest du, dass du dich blamiert? Aber stellenweise wirklich. Aber, also mein Humor, da stehe ich dazu. Aber wenn es denn so ungewollter Humor ist, so beim Worben die Posen, das war ja ungewollt. Kaspert. Und das war nicht gewünscht und das ärgert mich. Aber weißt du, ich sag mir im Nachhinein, dadurch, dass ich mich so blöd angestellt habe, hatten die Zuschauer, und das will vielleicht auch ProSieben,
Du musst also ich möchte unterhalten werden. Sehen. Du hast dich ja sehr entwickelt. Weißt du? Und wer das vorher schon kann, ist immer derselbe. Ja, das stimmt. Weißt das ist du? Auch generell. Das fand ProSieben, glaube ich, gut. Ja, na, das ist ja auch generell, was wir auch bei anderen Models besprochen haben. Das ist natürlich, weißt du, wenn du schon von Anfang an immer die Beste bist, ist es natürlich schwierig auf diesen ganzen Zeitraum, wenn man dann als Außenstehender sagt, na, die entwickelt sich ja nicht. Die ist ja von Anfang wie bis zum Ende, ne? Ja. Insofern ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn das man. Das war vielleicht am Ende ja nicht so schlecht, ja. Dass sie sagen, Mensch, behindert ist sie. Und gucke mal, auf einmal, jetzt wie die läuft, Hüftschwung hat sie. Also, weißt du, ich sage dir mal eins. Also als alte Frau, ich reflektiere schon vieles. Der Hajo, Heidi auch, aber der Hajo, der Thomas Hajo, war der Einzige, der mich durchschaut hat. Ja? Der hat gesagt, Lieselotte ist eine Wundertüte. Ja, das... Und da hat er recht, ich habe gleich gedacht, Hajo, mein Würstchen, der hat meinen Humor durchschaut, ich kann mich ja selber veräppeln. Der hat gesehen, na, blöd ist er nicht, die tut zwar manchmal ein bisschen, ich kokettiere ja auch damit. Ja, aber jetzt sag mal, diese Leute, jetzt mal ganz ehrlich, man muss ja auch trotzdem ganz schönes Selbstbewusstsein haben, um sich da überhaupt zu bewerben. Na, das sage ich dir. Also ich meine... Das sage ich dir. Also das wie bist du da auf die Idee gekommen? Ja. Das ist ja noch das Interessanteste. Ja, also wie gesagt... Du bist in die Rente gegangen, ne? Ja, also ich habe innerlich habe ich Selbstbewusstsein. Auch wenn ich eben, wie gesagt, mehr bescheiden rüberkommen möchte oder bin oder nicht an der Uhr drehe. Ich mag das immer nicht, wenn so an der Uhr gedreht wird, ne? Ich bin dann immer mehr in der Ecke. Aber du brauchst ganz schön Selbstbewusstsein. Ja. Ich habe also meinen Sohn gefragt, der 42, habe gesagt, Basti, sag mal... Die Nachbarn sind mir egal. Wenn die lästern, also man weiß ja, so wie ich in die Öffentlichkeit, ich bin ja nicht blöd. Ne? Also, wie gesagt, ich werde unterschätzt, die Wundertüte, Lieselotte, ich war ja schon mal in der Öffentlichkeit. Muss man mit rechnen, dass man einen Shitstorm kriegt, dass über einen gelacht wird und ich bewege mich aus einer Komfortzone, was ich nicht kann. Ich bin Musiker und will da auf einmal als Model daherhumpeln. Ne? Das war mir aber egal. Aber was mein Sohn sagt, war mir wichtig. Und er hat gesagt, Basti, ist dir das peinlich, wenn deine Mutter, der ist ja nur noch Rockmusiker, weißt du, und auf dem laufenden Entertainer hat Filme gedreht, als Schauspieler, Tatort und so, der weiß schon, ne? Auf seinen Rat lege ich Wert. Ich sage, Basti, ist das peinlich? Ich will mich bei GNTM bewerben. Ich hatte gerade Heidi, weißt du? Den Aufruf gesehen. Ohne den Aufruf. Ich dachte, hast du wirklich gesagt, ohne Altersbegrenzung? Da saßt du wirklich da und dachtest so... Ja. Da habe ich jetzt Lust drauf. Ja, aber nicht als junge Frau. In dem Moment, ich dachte so, jetzt gehe ich in Rente, ich habe Zeit. Und ich habe gedacht, das sage ich jetzt mal so, ich habe so ein krasses Alter, dass es schon wieder lustig ist. Ich bin ja jenseits von Gut und Böse. Weißt du, die Elisabeth ist ja so alt, dass man ja nur noch eigentlich lachen kann oder sagen kann, wow. Weißt du, als junge Frau... darfst du manche Dinge raushauen, auch gagmäßig, was sie als alte Frau, wo als Jüngling nicht geht. Nicht als junge Frau da so flirte mit so einem jungen Mann, was will denn die? Aber als Alte, da darfst du dann mal mit einem Designer, weißt du, so flirten und sagen, ach, hübscher junger Mann, zwinker, zwinker, die Alte. Weißt du, das ist ein schöner Zustand. Ich bin doch jenseits von gut, sollen sie doch lästern. So, und ich nun aber, was mein Sohn sagt, war mir wichtig. Und dann, was hat er gesagt? Na, pass auf. Hat er erst mal gelacht? Erst mal so erschrocken, gelacht. Dann wurde der ernst. Ja, sagt der Mutti, ey, Zellulite hast du nicht an den Beinen? Groß genug bist du? Du bist wirklich groß, und, ne? Ja, und ja. Und dann hat er da, ich sag, pass auf, mach vier Fotos, wir bewerben uns. Ich dachte, ach, die nehme ich doch sowieso nicht. Du pass auf, das erzähle ich dann, dir auch noch. Und dann melden die sich auch noch. Aber ganz schnell. Also das am gleichen Abend. Wir brauchen ein Video. Ich sage, Basti, Mensch, deine Mutter, jetzt mach mal hier. Dann habe ich da drei. Richtig aufregend für euch dann, ja? Ja, nur, und er hat mich unterstützt. Ne? Süß. Aber jetzt kommt's, Rama. Oh, jetzt kommt's. Was kommt jetzt? Jetzt kommt's. Oh, ich erzähle wie ein Buch, liebe Leute. Sorry. Jetzt nach drei Tagen hieß es, komm zum Casting. Ich bin noch nie... jetzt habe ich auf YouTube mir angeguckt, wie die Models laufen. Da habe ich erst mal geguckt, ach so, musst du so rüber, weißt du, so X-mäßig. Mit Hüftschwung war ja gar nicht. Und dann bin ich bei mir auf der Straße hoch und runter. Untergelaufen. Habe mir so ein paar High Heels geholt, weißt du, von TK Maxx. Trägst du sonst keine Hundschuhe eigentlich? Und habe da dreimal geübt und bin dahin.
Also das war schon... Und dann kriegst du ja, irgendwann hast du dann diese finale Zusage bekommen und dann wusstest du, du bist in der Sendung dabei. Aber das kann man wahrscheinlich dann immer noch nicht glauben, oder? Ich habe es doch nicht geglaubt, sonst hätte ich ja eher mal noch mal geübt. Es war ja eine Differenz von einem Monat. Ich habe gedacht, die nehme ich eh nicht. Ja. Und dann kam die Zusage und dann stand ich da und dann ging es los. Ja. Warst du aufgeregt? Ich hatte, als du aus dem Auto ausgestiegen bist, du bist gleich mit so einer Lockerheit raus. Da hatte ich das Gefühl, nee, die Lieselotte, die liebt es gerade eher so. Du hast dich wohlgefühlt vor der Kamera, oder? Oder also, warst du trotzdem aufgeregt, man hat es noch nicht gesehen? Also Ramon, das ist also wirklich auch interessant. Also ich kenne die Kamera von früher. Mhm. Und als Lehrer musst du auch schlagfertig sein. Da hast du 30 Kinder zu sitzen oder Jugendliche und da musst du eine Antwort immer parat haben. Ich habe viel Humor, ich kann über mich selber lachen. Ja, also da hatte ich keine Bedenken. Was ich unterschätzt habe, Ramon, ist diese Reality-Show. Es ist eine Reality-Show, die Kameras sind immer dabei und ich habe unterschätzt, dass ich meinen Unfall verdrängt hatte. Ja. Ich habe praktisch 12 Jahre nicht geweint und mit meinem Humor das weggelächelt, diese Behinderung und laufen gelernt. Und da war ich konfrontiert mit den jungen Mädchen, habe gesehen, wie beweglich die sind. Mhm. Und da war ich den Tränen öfters mal nahe. Und da kam das so hoch. Ich dachte, Mensch, was machst du hier? Wie läufst du denn? Schaffst du das? Ne? Und da war ich ganz schön am Wasser gebaut, diesbezüglich. Naja, man ist dann... Man macht sich dann um so Sachen auch Gedanken, die, wo man sich, die, wo du gerade gesagt hast, die man vorher verdrängt hat. Ne? Man vergleicht sich dann und denkt, Mensch, die hebt das Bein so hoch, weißt du? Mhm. Also das kam dann schon, da war eine Dünnhäutigkeit. Mhm. Aber bist du bestimmt trotzdem mega glücklich, dass du so weit gekommen bist? Ach, ich hätte es nie gedacht. Also ich bin ja auch wirklich dann nicht verbissen rangegangen. Nee, gar nicht, ne? Nee, also ich wollte es immer gut machen, den Ehrgeiz hatte ich. Ich wollte dann auch hier von Harper's Bazaar, die Chefredakteurin, ich habe meinen Respekt, ich weiß, was die für Verantwortung hat. Mhm. Die muss eine Zeitung verkaufen, ne? Also es ist nicht so, dass ich ja die musste. Ja. Aber ich weiß, ob da nur Lieselotte drauf ist oder eine Maria, die Welt dreht sich weiter. Ich nehme mich da nicht so wichtig, aber ich wollte das Valentino-Kleid präsentieren, das schön machen, Heidi glücklich machen und die Kerstin. Das war immer meine Schritt für Schritt. Das hat ja auch geklappt mit dem Covershooting, ne? War ja ein schönes Feedback so. Ja, das hat mich so gefreut. Ja, also das hat mich riesig gefreut. Warst du denn traurig, als es vorbei war? Schon, aber weil ich Heidi nicht mehr sehe. Ja. Lieselotte, du bist schon wieder so nah am Wasser gebaut. Ja! Ist doch alles gut. Kann stolz auf dich sein. Das sind Freudentränen dann. Ich weiß. Ja, also Tränen kommen immer vor Freude bei mir. Manchmal das ist mir lieber, als wenn sie jetzt vor Trauer kommen, weißt du? Ja, und auch wenn sie Kandidatin gehen musste, die ich mochte. Vivian zum Beispiel, ne? Ja. Die dir noch so beim Training geholfen hatte, ne? Das war auch süß. Du hast ja auch mit Noella gut verstanden, habe ich gehört, ne? Nee, das war Barbara, entschuldige bitte. Barbara war mit Noella. Barbara und Noella, ja. Die beiden haben... Und du warst mit Vivian, das habe ich jetzt verwechselt. Ja, also aber Vivian habe ich ziemlich spät entdeckt. Habe ich gemerkt. Ja, ja. Komisch, aber das ist manchmal so. Manchmal braucht man Zeit, ne? Ja, also ich habe ja immer alle Mädchen beobachtet, ist ein blödes Wort. Aber ich meine, du hast ja dann auch eine Menschenkenntnis und ich bin Lehrer. Ich habe die Mädels schon alle. Da müssen wir auch gleich mal über deinen Lehrerjob drüber. Das finde ich alles da interessant. Ja. Weil es würde mich mal interessieren, weil wir gerade über dieses Zwischenmenschen hier sprechen. Ich hatte auch schon mit Martina so mal drüber gesprochen. Mhm. Fühlt man sich ein bisschen isoliert? Weil du bist ja... Ich ja. Du bist ja die Einzige in deiner Altersklasse. Und Martina ist die Einzige in ihrer Altersklasse. Aber bei ihr kann man ja noch sagen, sie hat wenigstens noch ihre Tochter. Ja. So, jetzt war Barbara noch in deiner Altersklasse. Aber ja. Barbara ist ja leider relativ früh, in Anführungsstrichen, gegangen. Ja. Also musste gehen. Fühlt man sich da manchmal ein bisschen sehr isoliert? Also, ja, aber jetzt kommen wir wieder, was ich schon gesagt hatte. Ich, nicht wegen des Altersunterschiedes, ich fühle mich mit jungen Menschen sehr, ich bin Lehrer gewesen. Ich mag sehr gern junge Leute um mich rum, von der Sache her. Meine beste Freundin 20 Jahre jünger, weil, weißt du, die in meinem Alter,
die jammern so viel rum. Hier habe ich Rheuma und das wird sich erzählt. Ja, ja. Das geht denn so in meinem Alter. Oder die guten alten Zeiten. Also es ist der Charakterunterschied, ja, weshalb ich mich so allein gefühlt habe. Mhm. Weil ich konnte mich nicht über Politik unterhalten. Mhm. Da wurde ich zusammen gedonnert. Als Model Politik nicht. Ja, ist auch schwierig in der Öffentlichkeit, ne? Ja. Öffentlich, weil du weißt ja, wie die Leute heute so drauf sind. Ja. Ne? Sagst du einmal was Falsches, ja, komm gleich wieder... Muss doch auch. Ja. Aber ich habe ja nur gesagt, mir fehlt die Tagesschau und da wurde ich schon ausgelacht. So, denn das guckst du Tagesschau immer? Jeden, ja, Tag so, wenn du, ja, Tag hast? Ja, ich bin politisch interessiert. So. Ciao. Da reden wir aber nach der Kamera. Deswegen verstehen wir uns nicht. Ja. Mir macht das so Spaß, mit dir zu quatschen. Du bist ein junger Mensch, ja, wo ich rede. Ja, und das hatte ich in der Villa nicht, ein Thema. Ja, mit dir habe ich ein Thema, viele Themen. Und da hatte ich kein Thema. Da ging es also, wie sehe ich heute aus und bin ich zu dick oder weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Diese Äußerlichkeiten nur. Und natürlich auch die Konkurrenzsituation. Ich wollte gerade sagen, da ist natürlich auch ein Druck da, wenn ich jetzt mit, ja, dir hier quatsche. Ich bin natürlich entspannt, ne? Weil ich bin jetzt nicht in einer Wettbewerbssituation. Ja, so. Aber du bist eben auch vielseitig interessiert. Das stimmt, aber ich bin natürlich auch wieder ein bisschen älter als die meisten Models, muss man auch wieder sagen, ne? Ja. Als ich in dem Alter war, habe ich mich vielleicht auch noch nicht für so viele Sachen interessiert. Tja, ich glaube, es hat mit dem Alter immer ja nicht so... Auch mit der Zeit, ne? Heute. Ich habe das Gefühl, die jungen Leute von heute interessieren sich für nicht so viel, oder? Hast du auch den Eindruck? Also, ich muss sagen, das ist auch interessant. Ich hatte ja nur mit vielen... jungen Journalisten zu tun in der Zeit. Ich musste viele Online-Zeitungen Fragen beantworten und das waren alles so, wie sagt man, Volontäre. Volontäre. Mhm. Junge, wir waren Mitte 20, hochintelligente junge Frauen. Und mit denen konnte ich schnattern wie mit dir. Mhm. Ja, das waren junge Frauen, die sich auch nicht nur für Schönheit interessieren. Mhm. Weißt du? Und bin ich nur Instagram-technisch, sind die Lippen richtig oder so, also meine Einsamkeit rührte daher, dass ich kein Thema hatte und die anderen Mädchen anderer Meinung waren. Da hatte ich aber kein Problem mit. Ich wollte nie meine Meinung aufdrücken. Mhm. Ich habe mich nur dann mal äußern müssen mit dem Zeigefinger, wenn ich angegriffen wurde. Mhm. Thema Werbung. Und da wurde ich ja dann auch zurechtgerüttelt von meiner Martina. Wie du gesagt hast, nicht so altklug. Das war die Tochter. Das war die Tochter. Ja. Aber Martina ist ja auch eine hochintelligente Frau, wollte mich belehren. Wir sind aber davon abgesehen gut im Zimmer ausgekommen. Also das war... Ich hatte euch ja auch bei der Fashion Week schon gesehen. Da bist du ja auch hin, hast du begrüßt und so. Also zwischen euch ist ja alles gut. Kein, ja, Kindergarten. Nee. Ne? Aber sie meinte, mich mal belehren zu müssen, Thema Werbung. Und sagte, ich wäre also kein Model. Ich wäre respektlos. Ich wäre also unprofessionell. Weil ich gesagt habe, ich würde nicht für jeden Werbung machen. Mhm. Ne? Und ich habe gesagt, ich habe eine Verantwortung. Das war ja das, was in der Sendung gezeigt wurde auch so. Das, ne, wurde, ja, so auch, ich weiß nicht, ob es so rüberkam. Und da wurde ich eben auch sehr verurteilt von allen Mädchen, dass ich eben äußere, ich bin nicht käuflich, ich mache nicht für jeden Werbung. Ich weiß, ich hab das ja gesehen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube... Das hast du vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Hm. So ähnlich wie mit dem Harper's Bazaar, weil ich dich auch missverstanden hatte. Ja, und gerade, ja, eben hast du es erklärt und man dachte sich, ja, so, ja, man dachte sich so, ach, sie sagt das jetzt einfach nur, weil sie nicht genommen wurde, so nach dem Motto, ich wollte es eh nicht oder ja, ich hatte eh keine Chance, oder egal. Sie aber, oder nicht. Sie kennt die Zeitung, ne? Ja, so, ja, so, also als Ausrede, aber ich weiß, was du meinst. Aber, ja, so ist das manchmal in, ja, Gruppen von Menschen, die alle unterschiedlich, ja, sind. Ne? Und das wird ja auch, sag ich mal, ein bisschen aus dem Kontext dann auch genommen. Die ganze Diskussion wird ja nicht gezeigt. Ich habe ja gesagt, dass diese Jobangebote, wo sozusagen die schützende Hand von ProSieben drüber ist, die wir dort vor Ort kriegen bei GNTM, die sind ja seriös. Ne? Ja, 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 klar. Also Vivian hat ja hier Shampoo. Das, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja nur seriöse Sachen. Ja, das ist, ja, Bio. Ja, ja. Dann die Kaffeelatte ist auch 100% Arabica, ja, 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 habe ich gleich studiert, da bin ich ja hin. So ist nicht. Ja, ja. Du hast das auch andere Sachen gemeint, ja, außer Coca-Cola, so allgemein. Was? Coca-Cola ist unseriös? Würde ich keine Werbung machen, da ist so viel Zucker. Ja, ich liebe ja der Kuh. Bitte, ich einen Werbevertrag. Ich nehme den von Lieselotte. Dann nimmst du den, ja, lustig. Ich liebe Cola, aber ich weiß, da ist so viel Zucker drin. Ich, ja, versuche es gerade runterzufahren. Also jetzt kriege ich wahrscheinlich doch keinen Werbevertrag mehr. Seht ihr, jetzt
hatten wir mal beide einen Lacher. Ja, aber das ist doch schön, wenn man so humorvoll diskutieren kann. Und das war da in der Villa eben dann nicht so. Ne? Das wurde dann schon... Müssen wir mal gucken, ist das ein Bild verschwindet? Nee, wir sitzen noch gut. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wir sitzen noch schön. Ich weiß, was du meinst. Ja. Da aber es ist, das ist schwierig mit verschiedenen Menschen auf einem Haufen. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir es am Ende gut hingekriegt. Ja, da war eine sehr harmonische Staffel. Also so kam es am Ende rüber. Ne? Das sagt mir jetzt nichts Falsches hier, du. Ich habe mich auch sehr stark zurückgenommen und so sollte es sein. Und Rahmen, das muss ich mal sagen. Ja. Ich habe mich über kein Mädchen irgendwie beurteilt oder schlecht geäußert. Also das würde ich mir auch nie anmaßen zu sagen, wieso sind die noch drin? Warum... Das ist Heidis Job, jemanden zu beurteilen. Und natürlich ihr Zuschauer. Wir machen da so eine Show für euch. Also wenn die Zuschauer dann so einen Shitstorm, also Hallöchen, wenn ihr über mich dann nachher ordentlich euch auslasst, dafür ist die Show ja da. Aber ich selber als Mitstreiterin habe auch immer gesagt, ich habe... Das ist übergriffig, das mache ich nicht. Mhm. Ne? Und da bin ich auch stolz auf mich, da habe ich mich zu nichts hinreißen lassen. Wie war das mit Heidi? Da warst du ja mal sehr angetan, ne? Mit Heidi bin ich so angetan und angenehm überrascht. Ich gucke jetzt mal in die Kamera. Ja, also, sie hat Humor. Es ist humorvoll, sie ist auf meine Späßchen. Außer auf dem Catwalk, das geht nicht. Na, sie muss sich auch ein bisschen fairer bewerten. Da ne? wird nicht gekaspert, ne? Ja. Hat sie da und geschimpft mit mir. Aber sie hat Humor und sie weiß genau. Also die ist Profi. Und was sie sagt, da bin ich wirklich, ich habe ja auch die alles nachher gesehen, auch wie die anderen Mädchen gelaufen sind im Fernsehen. Ne? Mhm. Sie hat einfach recht, die hat Ahnung, die hat einen Blick dafür. Also was sie sagt, ich habe das immer aufgesogen, auch zu mir, was sie mich kritisiert. Ich habe ja keinen Lehrer vor Ort. Hm. Ich habe nur ihre Worte. Also so Coaches haben wir ja. Ja gut, mal kurz. Ja, ja. Immer zwei Sekunden. Ja. Und sie hat einfach recht, sie ist eine Entertainerin. So, und jetzt kommen wir zum Thema. Oh, jetzt. Du kommst ja auch nicht zu viel. Nee. Du Armer. Zur Musik. Heidi hat gesungen und kriegt den Shitstorm. Im Finale gesungen. Ja. So, und da habe ich dir gesagt, wenn ich da mich mal äußern ja, darf. Ja, jetzt sag was dazu. Ja, bitte. Also, liebe Leute, ich bin Musiker. Also, wenn ich was kann, dann das. Ich habe Musik studiert, klassische Musik, ich eine Rockband gehabt. Ich war Dozentin für Rock und Pop an der Universität der Künste. Ich habe deutschlandweit im Rahmen des Vereins der Musiklehrer Rock und Pop Musik Kurse gegeben für die Musiklehrer in ganz Deutschland. Also da könnt ihr jetzt mal auf meine Meinung hören. Also ich fand das nicht schön, dass die Heidi da so kritisiert wurde für ihren Gesang. Also das finde ich auch, ich meine, was soll denn das, ja, online, also, guckt mal, es gibt so viele Profis, da zieht es mir die Schuhe aus, wie schief die sind, ja, und denken, sie sind nur ein Popstar oder was weiß ich. Heidi hat das gar nicht behauptet, dass sie ein Popstar ist, es ist ihre Sendung, und wenn sie da so in so einem Intro singt, und das war ja auch nicht schlecht, der Popsong ist eh okay, der ist gut, schön, gut gemacht, warum denn nicht? Und sie hat ja dann auch so süß gesagt, Mensch, hoffentlich habe ich nicht schief gesungen. Ja? Also sie hat sich das selbst so ein bisschen, wie ich das auch gerne mache, ich habe auch nie gesagt, dass ich ein Model bin. Ne? Stimmt. Auf dem Arm, das ist so sympathisch. Und also, was soll denn da, das da nun? Ich fand das gut, was sie gemacht hat. Wie war denn das Finale für dich? Ich meine, du bist damit auf der Bühne und so viele Leute, die dann auch, also das erste Mal so richtig Zuschauer und man weiß ja auch, das ist live. Ja. Wie war das für dich? Also da muss ich ja mal sagen, Ramon, wie gesagt, ich bin Bühne gewohnt, waren auch mal 10.000 früher, wo ich gesungen habe. Also du bist ja nicht aufgeregt, ne? Doch. Da? Ja, aber weißt du, das ist ja was ich nicht kann. Also wenn ich singe, dann weiß ich ja, ich mache ja die Songs selber, dann bin ich ich. Ja, gut, ist man auch aufgeregt. Aber da, wie gesagt, bei Heidi, ich bin doch kein Model. Na gut, jetzt inzwischen wird es langsamer und ich möchte gerne Jobs annehmen. Jetzt also alle Bewerbungen wieder in diese Latte. Ja, so. Ich komme nicht auf. Ja, ne? Aber wie gesagt, also in aller Bescheidenheit. Und ich musste tanzen, Ramon. Ich musste tanzen, weißt du, wie aufgeregt ich war? Die Schaltung vom Gehirn in die Knochen. Aber das hast du gut gemacht. Das ging mal. Ich habe dich ja gesehen, ich saß auf deiner Seite. Ich habe das genau gesehen, viel genauer als im Fernsehen. Oh und da dachte ich so... Gegen das, liebe Leute. Das hast du wirklich gut gemacht. Nee, wirklich jetzt. Ich habe ja immer, ich habe auch in der Sendung oft gesagt, wenn was nicht gut war, ja. Du warst ja
ehrlich. Ich war immer ehrlich. Das ja. war gut. Doch, es war gut. Oh, aber ich muss länger für üben. Und wie gesagt, hallo Vivian. Vivian hat ja auch da wieder geholfen. Hat dann wieder ein bisschen geholfen ja? im Hotel. Süß. Sehr süß. Ja. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Und schade, dass ich die Heidi nicht mehr sehe. Na, die wohnt ein bisschen weit weg, ne? Die wohnt ein bisschen weit weg. Ist nicht ja. so wie bei uns, wo man eine halbe Stunde fährt und dann ist man da, sondern... Ja, ja. Das ist aber ich meine, es geht ja nicht. Wie will die denn den ganzen jungen Mädels, die über die Jahre, kann die nee. Doch keinen Kontakt halten? Das geht ja nicht. Wie hat sich dein Leben jetzt verändert? Ist es noch dein altes Leben oder ist es ein anderes Leben? Ramon, das ist ein anderes Leben. Also, ich merke jetzt, also wie gesagt, für mich ist es, ich habe nicht so ein Geltungsbedürfnis, ja. Ich will nun erkannt werden oder was weiß ich. Ja, nun jetzt wäre ich erkannt. Ich spüre jetzt in dem Moment eine Verantwortung. Ja. Ich höre oft von meinen Fans, Lieselotte, du bist Vorbild. Ist ja auch. Die schreiben, Mensch, mein Bruder ist gestorben. Ich hätte ja auch gesagt, meine Schwester ist schon. Der, und gib mir mal einen Tipp. Lieselotte, ich bin so ein Halt geworden irgendwie, ich denke, Mensch, hoffentlich wächst mir das nicht über den Kopf. Das ehrt mich aber sehr. Ich weiß, was du meinst. Die sagen jetzt vielleicht auch, ach, Lieselotte, das Kleid ist schön, aber die schreiben so, wir mögen dich so als Person. Das ehrt mich sehr. Das ist schön. Kannst du stolz sein? Jetzt kommen wieder die Tränen ja, vorbei. Ja, aber... Danke. Das ist schön. Hm? Und wie lebst du dann jetzt? Wie muss ich mir das so vorstellen? Also ich meine, jetzt einfach mal shoppen gehen und so ist ja schwieriger. Schwierig. Geht man dann eher nicht mehr tendenziell? Also es ist wirklich, aber es ist ja immer so nett. Ja, ja, es ist nett, aber es ist, die Leute, also ja. es ist nett, aber es ist ja trotzdem anstrengend und es kostet Zeit. Na, weißt du, was anstrengend ist? Das ist eigentlich das Einzigste. Also sie sind immer sehr süß und ich nehme mir auch die Zeit zu sprechen. Ich bin ja nur Rentner. Rentner haben ja keine Zeit. Ja. Aber was das Äußere anbelangt, man erwartet ja jetzt nun von mir, dass ich da nicht wie so ein Wischmopp auf die Straße gehe und man will ja auch mal mit der Schlumperhose zum Bäcker fahren. Ja, ja. Also das ist natürlich anstrengend, dass ich denke, also ich muss dann doch mal in den Spiegel gucken, ein bisschen Lippenstift, gut. Die Haare und die Hose halbwegs, ja. Also man ist dann doch mehr in der Öffentlichkeit und muss, das strengt an, auf sich achten. Und du, wie lebst du so? Ich stelle mir das jetzt so vor, lebst du so in einem Haus mit Garten? Ja, ich lebe im Haus mit Garten und da haben wir es. Wenn ich da vorne jetzt im Dreck wühle, dann das mache ich nach wie vor. Und auf einmal stehen da kleine, so von zwischen 10 und 13, ja, kleine Mädchen und Jungs. Lieselotte, lass mir das irgendwie. Die stehen auch manchmal im Garten dann, ja? Na, am Garten. Aber nicht, jetzt nicht sagen, wo du wohnst, nicht, dass da noch mehr stehen. Das dürfen wir nicht. Ne? Das sagen wir nicht. Ich sag dann, oh, Kinder, sag ich, guck mal eure Lieselotte, wie sie heute schmutzig aussieht. Und was wollen die dann, Fotos? Ja, dann sage ich immer, Kinder, wir machen ein Selfie, ich muss mich erstmal waschen, ne? Hände waschen und dann komme ich nochmal raus. Und woher wissen die, dass wir wohnen? Sind das Nachbarskinder oder? Das sind dann hat sich rumgesprochen, ne? Ja, das hat sich dann bei Nachbarskindern rumgesprochen. Süß, wa? Das ist ja lustig. Ja, das ist schön. Also ich spüre, wie gesagt, eine Riesenverantwortung, wo ich manchmal, was mir auch Angst macht, wo ich denke, Mensch, kann ich das erfüllen auch? Und weißt du, ich habe ja jetzt auch so eine Schnapsidee mit der Creme. Ja. Also das mit die Kriegen. Na, das ist diese Birkencreme oder was das war? Mit der Birkencreme. So, und das hat Heidi hat ja immer gefragt und auch ja, aber Schneider, was nimmst du für Creme? Nimmst du die auch, ja? Naja, ab und an. Oder weil jetzt kommt's. So, und jetzt kommt's. Ja. Jetzt will jeder haben, ne? Ja, jetzt ist die Hölle im Netz. Und ja, jetzt kann ich ja nun aber auch nicht für diese Birkencreme da so Werbung machen, weil was? Diese Apothekencreme, die wollen gar nicht mit mir kooperieren. Ja. Das ist so ein Pharmazieunternehmen. Ja. Weißt du, die sind ja auch nicht interessiert. Die denken sich sowas. Ja, 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 ja. Andere Cremefirmen sagen, nun mach mal hier Werbung, dann sage ich, nee. Also, aber das ist das Schöne, das merken meine Fans. Die aber sagen, hast du die Birkencreme auch wirklich mal so benutzt? Ist die gut? Brauche ich die auch? Brauche ich die auch? Die verrate ich dir nachher. Ja, ist die wirklich so gut? Pass auf, ich erkläre gleich warum. Aber jetzt pass auf. Machen wir schon wieder jetzt Werbung. Das sagen die Firma wieder. Oh, nee, nicht schon wieder. Jetzt sage ich nämlich, nee, mache ich nicht. Weil, und das merken meine Fans. Die sagen, mit Schließler, du bist glaubwürdig. Was du jetzt bewirbst, dann ist die Creme eben wirklich gut. Jetzt fragen sie wirklich auf die Creme. Jetzt muss die aber erst hergestellt werden. Mal schauen. Ob sich da was tut, dann ja. verrate ich noch nicht. Okay. So, und jetzt kriege ich ja auch Ärger mit den ganzen Firmen, weil
ich verrate nur so viel. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, für Cremes mit Inhaltsstoffe. Und da ist Alkohol drin. Das habe ich ja auch Heidi gesagt. Alkohol und Glycerin als Konservierungsstoff. Und das habe ich nun gewagt, in einer Instagram-Story schon meinen Fans zu erklären. Und das trocknet ja die Haut. Ich weiß, Alkohol ist ja eigentlich nicht gut in so einer Creme. Also ich weiß, dass das in vielen Cremes drin ist, aber ich benutze auch Cremes, wo es nicht drin ist. So, eine junge Haut verkraftet das. Ja. Aber bei mir ist schon, ich merke das schon, früh ist dann trocken, ne? Mm. Und da ist man einfach noch nicht so weit, einen Konservierungsstoff zu finden und so weiter. Und ich habe das entdeckt in dieser einen Firma, in dieser, aber nur in der einen Birkencreme. Die sage ich dir nachher. Ja. Wo keins drin ist. Oder ein bisschen da nur. Da ist ein Wirkstoff drin, das, soweit habe ich schon erklärt, in der Rinde von der Birke, der erstmal, gerade ihr Männer, die euch viel... Oh, Kinder, jetzt machen wir hier Kosmetik. Ja, aber ist das schön. Gerade die Männer haben mich auch angeschrieben, die sich viel rasieren müssen. Ne, dann blutet es mal. Deswegen rasiere ich mich nicht mehr nass. Ich mache nur noch so, ich sag mal, 3 mm. 3 Tage Bart. Genau, immer, damit es nicht mehr, weil du hast es immer blutig, es ist immer rot und deine Haut sieht permanent, auch am Hals, permanent aus, als ob du gerade in der Pubertät bist. So du weißt, so picklig einfach. Siehste? Und nun rufen die Männer, also schreiben auch die Männer, wir wollen die auch haben, die Birkencreme, weil das sofort zuheilt alles. Weißt du? Gegen die Sonne ist. So. Und ich habe es ausprobiert. In Italien hatte ich die Birkencreme, also das ist dieser Stoff, den verrate ich jetzt nicht. Verraten wir nachher mal. Bisschen Geheimnis. Ja, ja. Da ist mein Gesicht weiß in Italien und hier ist alles rot. Da war die Birkencreme nicht drauf. Weil der Sonnenschutz ist ja auch Zeugchemie drin, was nicht gut ist. Nutzt du generell Sonnenschutz? Na eben... Weil ich nutze schon Sonnenschutz fürs Gesicht, weil ich Angst habe vor Hautalterung und vor Hautkrebs. Ja. Aber ich weiß, dass... Na, ich gehe einfach nicht in die Sonne. Nee, das mache ich auch nicht. Also ich würde mich jetzt nie... Aber ich meine, selbst wenn ich jetzt vor die Tür gehe, da hat mir meine Hautärztin so eine Sonnencreme verschrieben. Das muss wohl eine ganz besondere sein. Die fettet auch nicht. Gott, 25 Euro, so ein kleines Ding, ne? Ja. Aber dass ich wenigstens im Gesicht immer welche habe. Aber ich würde mich jetzt auch nicht in die Sonne legen. Gibt ja so Leute, die schlagen 12 Uhr mittags im Garten die Liege auf und liegen dann da bis zum Sonntag. Das siehst du. Das siehst du am Ende. Aber richtig. So, und diese Birkencreme, dieser Stoff konserviert gleichzeitig. Das ist der Gag. Der konserviert dieser Wirkstoff und ist auch noch gut für die Haut. Dann muss ich mal, müssen wir nachher mal, wenn das Video vorbei ist, quatschen wir darüber. Und jetzt kommt's. Jetzt habe ich das erzählt auf Inner Story. Und jetzt schimpfen natürlich schon Leute, die anderen Cremes verkaufen. Lieselotte und so weiter. Ja, die wollen ja nur noch das Zeug loswerden. Naja, gut. Aber ich meine, ich sage auch den Leuten, was ich gut finde. Das ist ja deine persönliche Meinung. Genau. Und da muss ich aufpassen. Es ist nur meine persönliche Meinung. Und es gibt viele tolle Cremes. Und wie gesagt, aber ich sag mal so, gerade wenn man älter wird, ist toll, eine Creme zu finden ohne Alkohol. Ja. Mhm. Du warst früher Lehrerin, ne? Ja. Und kurz vorher eigentlich, oder? Also du bist quasi in den Rennen gegangen und dann direkt zu Topmodel, oder? Leute, ich bin Beamtin. Ich hoffe, ich sehe nicht so aus. Ey, ich kann mir dich gar nicht, Lisa sagte, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, so. Aber ich meine, ich kenne dich ja jetzt erst durch Topmodel, so, ne? Und das mit der Musik auch, so, klar. Ja. Ich kann mir dich gar nicht als Lehrerin vorstellen. Nee, du, das ist drollig. Habe ich auch ab und zu Post. Also Lisa, du als Lehrerin, wie soll denn das... Du hast Musik unterrichtet, ne? Ja, wie soll denn das gehen? Nur Musik oder was anderes? Nur Musik. Ne? Also ich bin ja wirklich von der Musik her Quereinsteiger. Ich habe Musik studiert. Also ich habe nicht diese zwei Fächer, ne? Wie die normalen Lehrer. Du, ich habe ja einen Schalter. Und das habt ihr ja gesehen, wo ich dann den Finger mal gehoben habe. Mhm. Stopp. Und du musst ja gerade so, wenn du eine Klasse hast, so in der Pubertät. Na, wie alt waren die? Welche Klassen hast du gemacht? Bis 13. No, das ist schon auch die schwierige Phase teilweise, ne? So, wobei, ich glaube, in der 13. ist vielleicht wieder angenehmer, aber, cool. Aber vorher... Ja. Also in der 13. kannst du deine Schwärze machen, die haben Humor, die verstehen, die sind erwachsen. Aber 7. Klasse, da musst du wie ein General vorne sein. Ich wollte es gerade sagen, so 7, 8 vielleicht auch noch, ne? Und da muss ich Schauspieler. Ja. Und damit die dir nicht auf der Nase rumtanzen, ja. Ne? Damit die dir nicht auf der Nase sind, das ist schon auch, ja, das ist schon interessant. Aber am liebsten habe ich natürlich so, ab 10. Klasse hat es richtig Spaß gemacht. Und auch, ich hatte auch Studenten, wie gesagt, das ist richtig cool. Und dann kann man seine Scherze machen. Ich habe mich immer gefragt, ist das eigentlich dann schwer, wenn dann in der letzten Klasse, wenn die dann gehen? Ist dir das immer schwer gefallen? Ja,
Ja, also Musik. Das hast du ja dann jedes Jahr gehabt. Das ist ja jedes Jahr dann eine Klasse, wo du wusstest, die siehst du nie wieder. Also es ist ja so, nun gut, Musik ist ein Einstundenfach oder 2 Stunden heute. Ne? Da ist die Bindung wie beim Klassenlehrer nicht ganz nicht so stark. Ja. Aber ich hatte ja auch Leistungskurse in der Abiturstufe, die dann wirklich auch oft bei mir waren. Und da war schon eine enge Bindung, doch, doch. Und ja. Mhm. Und das hat Spaß gemacht, so zu unterrichten? Ja. Wie lange hast du das gemacht? Also das hat Spaß gemacht, hatte mir auch sehr Spaß gemacht. Und das ist ja das. Also deswegen wäre ich als junge Frau nicht auf die Idee gekommen, Model zu werden, weil ich dann mir gesagt hätte, wer braucht das? Du wolltest Sängerin werden, ne? Oder war das auch wieder nur ein Zufall? Also das war, als ich sehr jung war. Dann kam die Lehrerinphase. Aber als Lehrer wirst du gebraucht. Ja, heute mehr denn je, ne? Es gibt doch keine Lehrer mehr. Wer hält denn den Job noch durch? Und ich wurde sehr gebraucht. Und Musiklehrer sind so knapp. Da kann ich nicht sagen, ach, ich mache jetzt eh auf Model. Ne? Ist das wichtig? Aber du, jetzt kommt was sehr Interessantes. Also die Lieselotte ist ja nicht... Viele haben mir immer gedacht, ich bin ein bisschen dämlich. Nee, nee. Also, wie sagt Wundertüte, Lieselotte? Ich habe mich oft gefragt, Mode ist doch was Oberflächliches. Mhm. Ne? Was machst du denn jetzt hier? Mhm. Wer braucht das? Wer braucht teure Kleider? Aber ich bewundere sehr, die Designer sind für mich Künstler. Mhm. Also das ist schon da, dieser Respekt. Und ich bewundere auch, habe es immer gerne gesehen bei Heidi, wenn die Mädchen schön laufen, das Ästhetische. Aber was ist nun wichtiger? Der Feuerwehrmann, der Lehrer, der Arzt, weißt du? Und eins ist aber interessant, und das wurde mir auch nochmal bei Corona jetzt bewusst, die ganzen Künstler, so die nicht auftreten, ja, Musik, Kunst ist auch wichtig, aber wichtiger ist, dass wir gesund sind, erstmal, ne? Mhm. Und die können nicht auftreten. Aber interessant ist eins, Rahmen, überleg mal, nach dem Krieg, Zweiten Weltkrieg, das ist interessant, wo sie alle so nichts zu essen hatten, ne? Wo es den Leuten richtig dreckig ging. Und wenn du alte Filme oder Reportagen siehst, zertrümmerte Berlin, aber die Frauen haben sich hübsch gemacht. Denke ich manchmal, hä? So schicke Kleider, wo haben sie denn das noch rausgekramt? Also man hat auch getanzt viel. Mein Vater erzählt immer nach dem Krieg, wir wollen tanzen, da und da. Das war, ist dann so ein Ausgleich, so ein Sahnehäubchen, um vielleicht das Leben doch zu versüßen. Ja, um einfach ein bisschen erträglicher. Gut gesehen? Dann habe ich das gerade richtig verstanden, dein Papa, der lebt noch? Ja, das ist ja toll. Mit 93, ja. Und dass du das jetzt in so einem Nebensatz erwähnst? Ja. Wohnt er auch in Berlin? Nee, der wohnt ein Stück weiter weg. Okay, aber was hat der denn jetzt gesagt, dass seine Tochter bei Topmodel mitmacht? Na, das ist doch so auch zum Schießen. Also, liebe Leute, mein Vater, ich habe gesagt, ich mache bei Heidi's Next Topmodel mit. Der kannte der das? Mein, in dem der, Alter? Da sagte der, wer ist denn das? Der wusste nicht, was das ist, ne? Herrlich! Das? Aber hat er das dann mal geguckt? So, und dann hat er aber, freilich guckt er. Ja, und dann habe ich so meinem Vater so vorgemacht, so eine Pose, ne? Vati, guck mal hier, du hohe Schuhe. Und dann hat er so gegrinst, so, da ist er auch bloß ein Mann am Ende, weißt du? Sagt er auch. Aber das ist ja lustig. Ja, süß. Süß. Süß, wa? Ja. Da hast du auch mal den größten. Stolz. Doch, doch. Das glaube ich. Ja, ja. Mensch, Rahmen, ich glaube, du hast noch nie ein Model, jetzt sag ich mal Model, die so viel plappert wie ich. Nee, oder? Ich glaube auch nicht. Aber weißt du, muss ich dir mal eine Geschichte erzählen. Erzähl. Bei mir, Musik war für mich immer mein schlimmstes Fach. Und weißt du, warum, kann ich ja sagen, warum. Und ich glaube, mein Lehrer, der fand das auch mal sehr schwierig mit mir. Und das war so schwierig, dass meine Eltern auch immer zum Gespräch kommen mussten. Nein. Weil, pass auf. Erzähl. Wir mussten früher, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich fand das immer ganz furchtbar und ich hoffe, dass es nicht mehr so ist. Mhm. Wir mussten früher, ich bin ja auch im Osten aufgewachsen, also meine Familie sind ja auch so aus der DDR quasi. Und wir mussten in der Klasse immer einzeln vorsingen, vor allen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich kann nicht gut singen und ich war immer ein schüchternes Kind. Oh Gott. Ja. Und dann die anderen Kinder lachen ja. Und dann habe ich zu dem Lehrer gesagt, ey, ich singe gerne für sie alleine vor, aber ich singe nicht vor der Klasse. Und dann hat er gesagt, nee, du musst vor der Klasse singen. Ich kenne viele Leute, die das gehört haben, die haben gesagt, das haben die noch nie erlebt oder noch nicht gehört. Ich habe da nicht gesungen. Das heißt, ich habe immer eine 6 bekommen. Ich habe aber, pass auf, ich habe auch immer gleich 2 Sechsen bekommen, weil, weil bei uns gab es eine Note auf das Singen und eine Note auf Text lernen. Da ich ja aber nicht gesungen habe, gab es ja weder das eine noch das andere. Ja.
Und dann gab es immer Gespräche und ich habe gesagt, ich werde nicht vor der Klasse singen. Weil ich war ein schüchterner Junge, ich war nicht so selbstbewusst wie heute. Ich wollte das nicht, mir war das unangenehm. Ja. Jedes Mal Musik, Horror für mich, ich weiß es noch ganz genau. Dann kam der immer rein, wir wussten, dann muss wieder gesungen werden, vorgesungen werden. Ne? Ja. Dann sind einer, keine Ahnung, in einer Stunde fünf oder sechs, und ich wusste schon immer so, wann, wenn er mich fragt, habe gesagt, nee, ich habe es nicht gelernt. Dann hat das auch die nächste Woche schon mal, da dachte ich, lerne, ich habe es nie gemacht. Dann kamen die, mussten die Eltern in die Schule kommen. Ich habe gesagt, ey, es ist mir egal, ich werde das nie machen. Ich habe es bis zum heutigen Tag nie gemacht und ich war aber in der Notenlehre gut. Das heißt, ich habe mir da über die Notenlehre, da habe ich immer eine 1 gehabt. Und das heißt, ich habe dann natürlich auf dem Zeugnis immer nur eine 3 gehabt. Also ich meine, wenn du natürlich jedes Mal 2 Sechsen bekommst und das ja mehrmals im Jahr. Also ich meine, so viele Einsen kannst du gar nicht... Ja, weißt du, so viele Einsen kannst du gar nicht schreiben, um das wieder glatt zu bügeln. Aber nee, da war ich als Kind schon so. Ich wollte das nicht, ich habe das nicht gemacht. Das hat sich für mich falsch angefühlt. Ich habe das als Kind... ich will da niemanden diskriminieren oder diskreditieren, weil das war halt damals so. Aber das war für mich immer... Ein Bloßstellen, weil ich es halt nicht konnte. Ja, ja. Ich konnte es nicht. Und es ist ja klar, dass die anderen Kinder lachen. Das wollte ich halt nicht. Deswegen war für mich Musik immer die schlimmste Stunde. Ach krass, der Ramon ist... Ja, und jedes Mal dasselbe Drama. Ich meine, dreimal im Jahr vielleicht gab es das ja ungefähr. Jedes Mal dasselbe Drama. Ich habe den Mann noch nicht verstanden, dass ich das nicht mache. Weißt du was, Ramon, das finde ich eigentlich auch toll. Mensch, unsere Zeit reicht. Guck mal, wir quatschen so viel. Ist euch das langweilig? wir müssen mal einfach mal... Also es ist interessant, auch von dir zu hören. Und ich kann dir da auch antworten. Nicht kurz leider, ich bin noch ein bisschen ausschweifend. Mach, wir haben Zeit, mach. Pass auf, ich komme ja auch aus dem Osten. Mhm. Und später habe ich dann im Westteil von Berlin Musik unterrichtet. Ich weiß, dass also dieses Vorsingen, das war im Osten wirklich üblich. Ich weiß, ja. Alleine, ne? Ja. Und gerade wenn du in der Pubertät bist, das Horror. Ist so peinlich. Stimmbruch auch noch. Beim Mann gerade. Ja. Schlimm. Ja, das ist so bloßstellen, so peinlich. Mhm. Und mein Sohn, der ist heute Musiker, ja, der singt wie ein Gott, der brachte eine 5 nach Hause. Also im Osten gab es eine 5. Ne? Als Schlechtestes, weil der hat auch nicht gesungen. Ne? Ich sage, Basti, du bist musikalisch. Also nur komm, du singst da mal. Ne? Mhm. So. Also es ist so, jetzt sage ich dir mal, wie ich es gemacht habe. Es ist was Zweischneidiges. Mhm. Man muss gucken, das ist viel Psychologie. Wie kriege ich das hin als Lehrer und das Feingefühl? Ja, aber das hatte er nicht. Das war ein Mann und dem war es auch egal. Oh, das ist böse. Ja. Also pass auf. Also wenn ich jetzt als Lehrer sage, du brauchst ja nicht, du brauchst nicht singen in Musik. Ich gebe dir nur, ich schätze dich als Fachmusik nur theoretisch, was du theoretisch lieferst ein. Ne? Da kriegst du eine Zensur. Und du hast als Lehrer keine Chance, wo auch immer, ob vor der Tür oder draußen oder vor der Klasse, den Schüler singen zu hören. Weißt du nicht, ob er musikalisch ist oder nicht. Ja, ich verstehe den Grundgedanken. Ja, also Musik ist ja immer noch auch ein Fach, was mit Talent zu verbunden ist. Auch, ja. Auch, ne? So, stell dir mal vor, der Sportlehrer würde sagen, weißt du was, du musst nicht immer einen Bock springen, ich gebe dir jetzt eine Zensur, schreib mir mal auf, wie die Muskeln sich aufbauen. Weißt du? Mhm. Also du musst schon als Lehrer rauskriegen, ist der begabt oder nicht. Jetzt ist es so, dass ja die von so einer normalen Schulklasse die wenigsten ein Instrument spielen. Aber hattest du auch welche, die sich verweigert haben? Pass auf, jetzt komm gleich auf den Punkt. Ich schweife ein bisschen aus. Also könntest du jetzt auch sagen, spiel mir mal auf der Geige was vor, dann kannst du es auch einschätzen. Also bleibt dir als Lehrer nur singen. So. Und da habe ich Folgendes gemacht. Du wirst lachen, bei mir haben sie alle gesungen. Wisst ihr, wie das geht? Nehmen alle auf einmal, wa? Nee. Erstmal musst du eine gute Stimmung reinbringen. Also, und da hilft mir meine humorvolle Art. Also ich greife jetzt mal nach hinten vor, das war nachher so, die haben gesungen, vor allem die Jungs und dann auch die türkischen Jungs besonders gerne, die kamen dann 12. Klasse, weiß nicht, können wir auch noch singen heute? Ich sage, Junge, oh nee, mir zieht zwei echte Schuhe aus, da habe ich dann auch mal so Späßchen gemacht. Ja. Und auch wenn einer dann gesungen hat, ich sage noch, wie ich es gemacht habe, also der so ein bisschen schief war oder auch über mich selber gelacht, dann haben wir als Klasse gelacht, aber kein Auslachen. Sondern ein Miteinander. Ein Miteinanderlachen. Mhm. Und dann habe ich nie eine 6 oder so gegeben, sondern immer gesagt, Leute, und auch zu zweit mal singen lassen. Aber das ist wieder was anderes. Ja. Zu zweit mal so, weißt du? Ich habe dann gesagt, pass auf. Jeder eine Strophe als Beispiel. Ja, wer jetzt ganz doll Angst hat, habe ich gesagt, der eine mein rechtes, der andere mein linkes Ohr. Da kann ich sofort unterscheiden. Mhm. Und das Schlechteste war eine 3. So habe ich dann so
meine Späße gemacht. Und dann gab ich immer ein Sternchen, zwei Sternchen, drei Sternchen. Also, dass nicht so am Ende so ein Angstgefühl übrig bleibt, sondern ein Gefühl der Freude. Und ich wusste am Ende ganz genau, wer singen kann oder nicht. Also, ja, das finde ich sehr wichtig, was du mit diesem Angstgefühl sagst. Weil ich kann ja sagen, immer wenn ich wusste, wir hatten Musik, ich hatte schon immer Angst, weil ich wusste, jetzt muss wieder gesungen werden dann. Und ich wusste ja, wenn er mich irgendwann aufruft mit dem Namen, ich werde ja wieder sagen, nein. Und es wird wieder eine Diskussion, so, weißt du? Ja. Das war dann sehr unangenehm, ja. Ja, also ich habe es immer mit Humor gemacht. Ich habe immer dann, auch wenn wir geübt haben und so, habe ich gesagt, auch Kinder, ne, ey, man zieht sich schon wieder aus. Was habt ihr? Da haben wir alle gelacht, auch als Klasse. und das war immer halt lustig. Und die haben so gerne gesungen am Ende. Aber da musst du natürlich auch Feingefühl haben. Hast du dich eigentlich dann nach der Schule hast du dich gefreut, als du in Rente gegangen bist? Oder hättest du gerne noch weitergearbeitet? Ich habe ja, Ramon, den Schuldienst als Beamte vorher aufgegeben und habe eine private Musik- und Tanzschule aufgebaut. Ah. Das habe ich dann auch noch mal vor der Rente einige Jahre gemacht. Da waren wir also 7 Mitarbeiter, 7 Lehrer. Ich wurde Chefin. Ich konnte zwar nicht tanzen. Das haben die Tanzlehrer gemacht. Ja. Und ich habe das immer bewundert. Ich war Klavierlehrerin. Und aber wir waren 200 Kursteilnehmer. Ach, das ist aber ordentlich. War was los. Und du lebst auch noch in Italien? Ja. Das heißt, wie oft bist du dann da so? Oh, ihr wisst was, wir reden so viel, hä? Ja, aber die Leute interessiert das. Meinen Sie, die Leute wollen das nur wissen? Ja, ich habe wirklich viele Leute, die gucken sich das an. Interessiert mich jetzt. Ja. Wenn es denn zu langweilig wird, sollen sie wegklicken. Manche gucken sich es komplett an. Erzähl mal noch Italien. Ja. Du lebst in Italien. Wie oft bist du da? Ja, also Ramon, ich habe mir sozusagen so einen Traum verwirklicht. Und wenn man viel gearbeitet hat, ich habe wirklich immer viel gearbeitet, manchmal doppelte Jobs, dann kann man sich als Rentner auch mal was gönnen. Eine Wohnung leisten. Na, sollte man. Also im Süden, das ist so ein Rentnertraum. Ja. Weißt du? Und da habe ich mir also bei Rom in Tivoli eine ganz kleine Wohnung gekauft. Ne? Zusammen mit der Bank, wie sich das hier hört. Mhm. Und der Preis war auch okay. Also Rom kann man nicht bezahlen. Ne? Aber bei Rom. Ja, bei Rom ja, in Rom nicht. In Rom nicht. Ne? Wie lange fährst du so nach Rom rein? Stunde? Also der ist S-Bahn-mäßig, so Regionalverkehr eine Stunde und es gibt auch einen schnelleren, eine halbe Stunde. Okay. Ja. Kann ich, damit ich mir das so ungefähr vorstellen kann, ja. Ja, und da läuft auch so im Halbstundentakt da die Verbindung und wenn es mich rappelt, dann fliege ich schnell mal rüber und bin da eine Woche, aber dann habe ich Sehnsucht. Ich muss wieder nach Deutschland. Also so gut bei Deutschland könnte ich nicht. Aber bist du dann fix auch einfach so alleine hin? Ja, ich mache ja alles alleine. Ja? Ja, ich habe ja keinen Mann. Das stimmt, aber hast du vielleicht irgendwie noch eine Freundin oder so, die du nicht mitnehmen kann, oder? Ja, also meine Freundin, die geht noch arbeiten, siehst du, die kann auch nicht. Ach, die ist so auch 20 Jahre jünger, hast du vorhin gesagt. Die ist 20 Jahre jünger, aber die will jetzt mal mitkommen und mein Sohn tat sich auch schwer, aber jetzt war er mal. Na gut, das mit der Mama, dann weiß man, aber als du letztens... Ja, mit der Mama will man auch nicht. Das will man nicht immer. Aber als du letztens dann, du warst ja letztens erst wieder dort... Hm. Wirst du das eigentlich dann auch erkannt? Weil es sind ja viele deutsche Touristen. Nee. Ach so, ja, am Flugplatz. Okay, aber in Rom... Und im Flieger auch. Du, ich krieg ja jetzt, EasyJet, kriege ich umsonst jetzt Getränke. Ja. Das ist aber auch toll. So, und das will ich gar nicht. Wäre ich da eingeladen und jetzt musste ich, weil EasyJet gecancelt hat, musste ich Swiss Air nehmen. Da kriegte ich da eine Schokolade geschenkt, so ein kleines Plüschtierchen. Mensch, ich muss auch mal mit dir fliegen, du. Ja. Machen wir mal hier eine Videoreihe. Wir machen zusammen Urlaub. Oder? Ja. Das wird aber ein 100-Teiler und die Leute werden nur lachen. Am Flugplatz. Ja, nee, aber in Italien selber, da ist Lieselotte mal da, anonym. Privat. Ja. Ja. Naja, aber gut, ist eigentlich auch gut, wenn man alleine verreisen kann. Das musste ich ja auch schon immer. Viele haben Angst davor, ja. Du hast nur ein Kind, ne? Ich habe ein Kind. Nein. Leider. Ja, leider. Naja, aber war kein Mann da, um nochmal irgendwie. Hat sich nicht ergeben, ne? Würdest du nochmal in eine andere Fernsehshow gehen? Kannst du dir sowas vorstellen? Ich kann mir sowas vorstellen, aber das darf jetzt nicht so ein Käse sein. Weißt du? Also Dschungel jetzt nicht unbedingt. Da hatte ich ja schon die Anfrage, um Gottes Willen, ja. Also um Gottes Willen. Sagen ja viele, ja.
Aber weißt du, wie man sich da dann auch so, ich meine, ich habe mich ja bei GNTM schon auch gelegentlich blamiert, aber stell mir vor, jetzt hier so, was es so alles gibt, man macht sich ja da so lächerlich, also und wird ja nicht mehr ernst genommen am Ende. Hm. Ne? Also Voice of Kids moderieren, ja, na? Aber Ahnung von Musik, weißt du, mit Kindern und so. Oder so als Gesangslehrerin dort. Ja, ja, das ja. war, was man... Aber du bist jetzt nicht, dass du sagst, ich muss jetzt in jede Trash-Sendung. Um Gottes Willen, nein, nein, nein. Nee. Also ich bin ja glücklich in Lage, ich bin nicht in finanzieller Not, dass ich da irgendwo und also muss nicht das sein, ne? Geht nicht, nee. Aber ich akzeptiere es auch, wenn es andere machen, dann wieso, warum denn nicht, wenn sie sich wohlfühlen dabei. Hast du dich mit dem Team bei Topmodel so wohl gefühlt? Waren alle nett zu dir, also oder? Also im Team super. Super. Weil da gab es ja so viel Kritik in den letzten Wochen. Ja. Deswegen frage ich jetzt mal die Älteste, mit der ich gesprochen habe, wie das für dich war. Raymond, schön, dass du mich das fragst. Also wurde ja auch angegriffen, ne? Die Produktionsfirma. Jetzt, wo ich denke, mein Gott, also schön, dass ich dazu was sagen darf, Raymond. Also ich möchte, bevor du sagst, nur, du weißt, die Leute im Internet sind immer, das sind deine Erfahrungen. Wir reden über deine. Ja. Was andere erlebt haben, sprechen wir denen nicht ab. Das sind deren Erfahrungen. Jetzt erzähl bitte, wie du es erlebt hast. Aber Raymond, du bist Ramon, du bist Profi. Genau, dass du mir das auch nochmal fragst. Das sind meine Erfahrungen. Ne? Also man weiß, das kann ich aber verallgemeinern, dass wenn man sich in eine Reality-Show begibt, dann weiß man das, dass natürlich auch eine Show produziert wird, wo was los sein soll. Mhm. Sprich, also wenn jetzt Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gruppe, ne, der Kandidatin entstehen, dann wird es auch gezeigt. Dann wird das auch, dann gefilmt. Muss man sich überlegen, äußere ich mich jetzt? Ja. Ich ja auch, ne? Wehre ich mich jetzt oder nicht? Und dann weiß ich auch in dem Moment, dass besonders gerne auch das dann gezeigt wird. Das ist ja langweilig, der Zuschauer schläft ja sonst ein. Mhm. Ne? Klar. Und man muss halt bei sich bleiben und das nachher auch vertreten können, was man da gesagt hat. Ne? Aber was ich finde, weißt du, was aber du sagst? Aber man wird nicht gezwungen, was zu äußern. Nee, aber ich finde gerade, weil du gesagt hast, das ist mir letztens durch den Kopf gegangen, du sagst, man muss bei sich bleiben. Ich finde, das wird immer so aufs Fernsehen reduziert. Ja, weil das dort Millionen Menschen sehen. Ich meine, genauso wie hier, ich sehe zwar keine Millionen, aber auch ein paar Hunderttausend. Ja, ich finde, man muss aber generell im Leben, sollte man darauf achten, was man sagt. Egal, wo man ist. Ja. Nicht nur im Fernsehen, sondern überall. Da, aber Ramon, da hast du aber mal richtig recht. Ne? Ne? Da hast du mal richtig recht. Und wenn du es da eben sagst, dann weiß man, wie viele das auch sehen. Und ich persönlich fand das Team super professionell, super, also super nett. Heidi, habe ich einen Heidenrespekt vor ihr, hat auch Herz gezeigt, muss ich mal sagen. Ne? Also als ich da so weinen musste mit meiner Schwester beim Schauspielern, hat sie mich umarmt. Mhm. Also sie hatte den Mut diesmal, finde ich, mehr Gefühle auch zu zeigen. Ne? Ja. Also finde ich, vielleicht wo sie jünger war, war sie kühler und heute gibt es kein Foto und so. Also ich fand sie auch zu anderen. Süß, ne? Süß, warmherzig und humorvoll und sie ist einfach Profi. Ne? Ja. Wahnsinn, was du alles erlebt hast in so kurzer Zeit. Kann man das schon fassen? So, dass, also kannst du das jetzt schon so richtig... Ja, also ich, also wie gesagt... Mit wem hast du das immer geguckt zum Beispiel? Mit deinem Sohn? Also oder? Ich habe mir das alles angeguckt, alleine. Ich lebe ja alleine. Ja. Und es war super anstrengend für mich. Ja? Weil ich anders bin, da haben wir es wieder. Also ich sehe mich nicht gerne selber im Fernsehen. Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, wie die Zuschauer das jetzt sagen, dass die uns jetzt zugucken. Mhm. Ich finde, du bist schon so wie da. Ja, also ich bin... Du bist schon so, wie du dort bist, ne? Ja. Aber es ist einem unangenehm, das selber zu sehen wahrscheinlich. Ja, also es ist nicht so, dass ich mich da nun selber selbstverliebt da so... Oh, ich will mich im Fernsehen sehen oder ich finde mich so... Man hört es auch mal von manchen Schauspielern, die sagen, ich kann mich selber eigentlich gar nicht in den Fernsehen. So, und ja, ich selber denke immer, oh, Lieselotte, naja, die armen Leute. Es war anstrengend für mich zu sehen, vor allem, wenn ich eben dann auch schlecht gemacht habe, anfangs. Da kann ich dann so ungewollt. Aber womit ich mit mir gut klarkomme, wenn ich so meine Witzchen mache und Red da so coole Filmchen gemacht hat über mich, das kann ich selber über mich lachen, das ist super. Wahnsinn. Krass. Oh, wir haben viel gesprochen. Boah, ich bin...
ja auch nicht zu Wort gekommen. Nee, das ist ja nicht schlimm, aber ich habe auch, glaube ich, gar keine Fragen mehr für den Moment. Weil ich habe gefragt, wie du lebst. Wir sind durch. Du hast über deine Musikkarriere mal kurz erzählt, du hast über deine Schulkarriere erzählt, dass du auch eine Musikschule hattest. Ja, aber Rahman, ich mache dir auch ein Kompliment. Also ich finde eben, du bist ein junger Mann, der also was im Kopf hat, der Einfühlungsvermögen, weil ich bin so, ich sag da nichts. Also wenn mir jemand nicht zusagt, ich wäre auch dann auch nicht gekommen. Ne? Ja, da geht's schon mal. Freut mich. Ja, nein, also das ist, ich finde das toll, wie du das machst. Freut mich. Ja, nicht und ja, guck mal hier, lass dich mal drücken. Danke. Ja, also das ist Rahman und wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand es auch so toll, dass man jetzt einfach mal wirklich so richtig viel noch von dir erfahren hat. Ich meine, man hat dich ja mehr gesehen in der Sendung als jede andere Kandidatin. So, ne? Aber nicht, das war nicht jetzt wirklich verstanden, ne? Na, manchmal nicht, ne? Ja. Du dachtest, okay. Was macht die denn schon wieder, ne? Aber irgendwie war das jetzt sehr interessant. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, liebe Leute, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ihr könnt Lieselotte bei Instagram folgen. Ihr habt es ja gehört, sie beantwortet alle Nachrichten. Kann aber manchmal ein bisschen dauern, ja. Der Link ist unten in der Infobox drin und dann verabschieden wir uns. Ja. Und ich glaube, wir sehen uns sicherlich irgendwann nochmal wieder, vielleicht auch vor der Kamera hier. Vielleicht müssen wir wirklich mal eine Reise machen. Da habe ich tatsächlich ein Haar von dir hier im Mund. Dann machen wir mal eine Reise. Machen wir eine Reise nach Italien. Genau. Natürlich mit Video hier oder mit dem Handy gefilmt. Und also, dann habt ihr richtig was zu lachen. Ja. Kannst du eigentlich Italienisch? Ne, freilich. Wo hast du denn das schon wieder gelernt? Na, das ist ja, ich spreche jetzt mal. Buongiorno. Io sono Lieselotte, io vivo a Tivoli. Adesso siamo insieme con Rahman. Ne? Wo hast du das gelernt? Siamo amici. Ich kann kein Englisch, aber Italienisch. Ja, ich habe kein Wort jetzt verstanden, aber wo hast du die Sprache gelernt? Vor Ort oder? Spielerisch. Ne? Ja? Weil ich also, wie gesagt... Also du sprichst mit Leuten Italienisch dort? Ja, ja, ja. Also nicht perfekt grammatikalisch, weiß ich nicht, aber ich habe ja Italien dann auch, weil ich so liebe, viel bereist und hatte meine große Liebe in Italien, in Rom. Da hatte ich mal eine große Liebe. Ja, aber da konnte ich kein Wort Italienisch. Der ist verzweifelt und der hat dann so ein bisschen Deutsch. Ja, stimmt. Ja. Weil er konnte wahrscheinlich Englisch, aber du wieder nicht. Ja, weil das hat man ja nicht früher nicht gelernt. Also, wurde ich oft. Meine Oma zum Beispiel hat auch kein, also ja, die ist zwar noch mal älter als du, aber die hat früher in der DDR kein Englisch gelernt. Nee. Aber ich habe gehört, es gab wohl manchmal Schulen, wo man Englisch gelernt hat, aber ich würde mal sagen, die meisten in der DDR haben kein Englisch gelernt. Nee, man hat Russisch gelernt, genau. Russisch? Ja, nur stand ich da bei GNGM und habe nicht kapiert. Kannst du noch Russisch? Ich habe nämlich auch Russisch gelernt in der Schule. Ich hatte eine 1, aber ich kann gar nichts mehr. Ach komm, nur noch Minyasa Butramon. Mehr hätte ich jetzt auch nicht gekonnt. Mehr hatte ich, genau. Und vielleicht noch zählen, so Adin, so. Aber das war's auch. Du hast noch Russisch gelernt. Freiwillig. 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 Wir hatten in der Schule, wo ich mit der Musik war, klar, Englisch ist ein Pflichtfach. Und dann konnten wir uns aussuchen, ob eine zweite Fremdsprache oder Naturwissenschaften. Und ich wollte eigentlich Latein lernen. Wir hatten aber damals keinen Lateinlehrer, da gab es auch schon den Lehrermangel. Ja. Wir hatten aber eine Russischlehrerin. Und dann dachte ich, lerne ich einfach Russisch. Und das war ja gar nicht so leicht, weil du weißt ja selber, das ist ja noch andere Buchstaben und alles. Ja. Aber ich habe mich da richtig reingekniet und hatte immer eine 1. Habe das aber irgendwie auch nur 2 oder 3 Jahre gemacht. Mhm. Ich war immer der Beste. So. Ach, guck. Ja. Ich kann das heute natürlich nicht. Ich habe ja nie Russisch gesprochen. Mit wem denn? Ja, das man ist spricht ja dann eher Englisch. Mein Englisch ist jetzt auch nicht perfekt, aber Russisch habe ich ja nie gesprochen. Ja. Denn vergisst du den. Ja, total vergessen. Ich könnte es auch nicht mehr schreiben. Keine Ahnung. Also wie auf Null gesetzt. Da weißt du was? Wir singen jetzt immer Bene Kalinga. Na, ich singe ja nicht. Aber ich glaube. Jetzt, diese Leute stellen mich bloß vor der Kamera. Also wir haben nichts getrunken. Ja, nicht, nee. Dass du denkst, hier, wir sind. Vielleicht hätten wir was trinken sollen. Du. Jetzt doch gesungen. Oh Gott, Lieselotte, du machst mich fertig, ey. Ich glaube, Rahman, ich mach dich fertig. Wir essen das jetzt, ne? Wir sind auch am Ende. Ja, jetzt sind wir am Ende. Jetzt aber wirklich. Ja. Ich bedanke mich nochmal wirklich bei euch und bedanke mich bei dir, dass du so offen warst, dass du so viel erzählt hast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Gerne. Wir verabschieden uns hier. Tschüss. Tschüss.